Wir sind heute hier auf dem Moosfeldhof von Gut Eiderbichl. Mein Name ist Christian Kögel, ich bin der Besitzer dieses Anwesens und ich darf euch heute zwei Rinder vorstellen. Das ist einmal der Olaf und die Frieda. Beide Tiere zählen zu der Rasse Braunvieh. Bei Olaf und Frieda ist es so, die Frieda hat leider eine Beeinträchtigung. Sie ist auf einem Auge blind und sie hat aber einen Freund, das ist nämlich der Olaf, und sie hängt sich halt voll an ihn ran. Und er ermöglicht ihr einfach, dass sie halt ein fast normales Kuhleben hat. Die Frieda hat eine kleine Verletzung am Hinterbein und darum darf sie jetzt die nächsten Tage oder vielleicht sogar noch eine Woche bei uns frei am Hof leben. Das ist natürlich für die Tiere immer das Höchste, weil sie sich da überall bedienen können und überall Unsinn machen können. Und wenn das dann abgeheilt ist, dann darf sie wieder zu ihrem Olaf. Ich wünsche Olaf und Frieda natürlich ein langes Kuhleben, wie wir das bei allen Rindern, die wir hier beherbergen, wünschen. Vor allem wünsche ich ihr noch, dass sie noch viele, viele schöne Sommer hat, dass sie auf den Weiden rumgaloppieren kann und dass sie ihren Olaf noch lange an ihrer Seite hat.